Ach ja. Hier war nichts mehr. Ne, hier war nichts mehr. Wilbur, hier unten. Ach, guck mal an. Hallo, was gibt's? Ich habe etwas für dich. Eine Spielkarte? Ich wusste doch, dass ich so ein Ding schon mal gesehen habe. Schwamm bei uns in der Kanalisation, ist aber trocken geblieben. Sie hat eine Schutzhülle, siehst du? Oh. Es scheint eine besondere Karte zu sein. Tante Mildred hat zumindest erzählt, der Besitzer habe sich vom Turm geworfen, nachdem sie ihm in den Abfluss gefallen war. Ui, danke. Hoffentlich hilft sie dir. Viel Erfolg. Dankeschön. Was? Ist das ein Klo? Was steht da? Black Locus. Das könnte eine besonders gute Karte sein. Aber die eine Hälfte wird mir nichts nützen. Oh nein, da fehlt die andere Hälfte. Oh. Herr König, kann ich dir... Okay. Ich muss mal wieder... Willst du eine... Oh nein, wir brauchen noch die andere Hälfte. Oh, super. Das könnte eine besonders gute Karte sein. Aber die eine Hälfte wird mir nichts nützen. Eine Hälfte. Hier kommen wir immer noch nicht hin, ne? Sumpf des... Oh, ein Hoppelhasen-Flauschi-Bauschi-Bunny. Ganz weiß und weich und herzallerliebst. Ich möchte es knuddeln und wuddeln und... Es ist ein Kaninchen. Ein weißes. Achso. Komm hier, ihr Kleiner. Komm. Keine Chance. Ich meine... Nee, kriegen wir immer noch nicht. Hallo, Herr Krämer. Ah, ich denke, ich werde Ihnen die Maske bald geben können. Wird auch Zeit. Was willst du? Ich möchte etwas von Ihnen kaufen. Aber ich habe kein Geld. Was denn? Haben Sie Spielkarten für Master? Ich würde gern Karten von Master of Dragon Slayers Defender kaufen. Was ist denn das? Ein Sammelkartenspiel. Man muss gute Karten haben, um zu gewinnen. Und die Karten kann man sich in kleinen Packs nachkaufen. Und du weißt nicht, was in den Packs ist? Nein, man braucht Glück. Irgendwann wird schon mal was Gutes dabei sein. Man muss nur immer wieder kaufen. Tja, bei meinen Ahnen. Was ist? Warum ist mir so etwas nicht eingefallen, als hier noch was los war? Hört sich an wie eine Lizenz zum Goldstanzen. Dann haben Sie wohl keine Karten? Komm nach dem Krieg wieder. Da werde ich welche haben. Garantiert. Könnte ich etwas Essbares kaufen? Brot? Obst? Fleisch? Puh, woher soll das schon kommen? Die Bauern liefern nicht in eine Geisterstadt. Und alles, was ich auf Lager hatte, hat sich der verdammte König der Diebe unter den Nagel gerissen. Schade. Ich bräuchte magiegewirkten Stoff. Ein Ballen etwa. Jupp, habe ich hier. Das macht 2 Gold pro Schenkel. Okay, das kennen wir schon. Mir kommt das ganz schön teuer vor. Die Preise sind nun mal gestiegen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viel magiegewirkter Stoff benötigt wird, um einen Krieg zu führen. War ein Bombengeschäft. Okay. Gut, ich muss weiter. Vielleicht komme ich später wieder. Wenn's sein muss. Ah, können wir hier vielleicht noch was machen? Das ist der Geisterspiegel. Meister Markus sagt, es ist ein Tor zu einer fremden Welt. Aber nur Geister können durch den Spiegel gehen. Unheimliches Ding. Ja. Aber in der Kanalisation gibt es ja Skelette. Meister Markus? Ja. Kennen Sie sich mit Kartenspielen aus? Kennen Sie Master of Dragon Slayers Defender? Hm, ja. Hab ich mal eine Zeit lang gespielt, bevor WoW kam.
Ich habe aber immer gegen Schildträger verloren, bevor er zur Stadtwache ernannt wurde. Damals war er noch Gehilfe beim alten Pew. Hat mich ständig damit genervt, wie toll er doch sei. Kein Wunder bei den Karten. Ich spiele auch gerade gegen ihn und habe auch keine Chance. Ich hätte nichts dagegen, wenn der gute Bartholomäus von seinem Thron gestoßen werden würde. Hier, das sind die besten Karten, die ich noch habe. Danke. Ja. Ich stecke sie in mein Kartendeck. Bei der nächsten Partie kann ich sie dann benutzen. Zeig's ihm. Ich gehe dann mal und besorge alles, was ich brauche. Klar, wenn du meinst. Yippie. Oh, was steht denn da drauf? Sit down and push black locus. Da kann ich lesen. Button, ups, hala. To flush your opponent into oblivion. Cool. Das ist eine Hälfte der Superkarte. Ich muss die Karte nur noch reparieren. Dann dürfte sich die nächste Partie gegen Herrn Schildträger interessanter gestalten. Ich klebe die beiden Kartenhälften mit dem magischen Band zusammen. Klebeband. Es funktioniert. Oh nein. Die Karte ist seltsam. Sie hat Noppen und ein eingestanztes Symbol. Die Schrift spiegelt und der Text musste freigerubbelt werden. Diese Karte erlaubt es dir, eine beliebige ausgespielte Karte deines Gegners am Ende der Partie an dich zu nehmen und zu behalten. Wow, das klingt nicht schlecht. So kann ich der Stadtwache nach und nach die besten Karten abnehmen. Das wird ihn gar nicht freuen. Aber da steht was ganz anderes drauf. Da steht drauf, dass ich mich aufs Klo setzen soll und... ne? Meinen Gegner... ins Nirvana abschießen soll. So. Hallo, Herr Schildträger. Hallo, Wip. Ich will spielen. Ich habe tatsächlich eine Karte gefunden. Schauen Sie mal. Ist das eine besondere Karte? Nein, das ist ein Ring. Ich frage nur wegen der Noppen und so. Die ist, sie ist beschädigt. Sie ist so gut wie neu. Nein, leider. Also leider darf grundsätzlich nicht mit beschädigten oder reparierten Karten gespielt werden. Aber Ich kenne die Regeln genau. Und ich kann da keine Ausnahme machen. Du darfst die Karte nicht benutzen. Doch. Und das haben Sie sich bestimmt nicht gerade ausgedacht? Ach, was? Ich mache jetzt mein Magier-Diplom. Sie werden schon sehen. Ich mag Herrn Schildträger nicht, sondern... Aber ich will doch... Das Sandwich wäre genau richtig für die Ratten. Aber ich kann es nicht einfach aus der Tasche nehmen. Herr Schildträger würde es bemerken. Aber... Mit der Superkarte werde ich die Stadtwache besiegen können. Ja, aber nee, aber... Ich mag Herrn Schildträger. Ah! Hilfe! Hilf mir! Herr König? Kann ich dir helfen? Mist. Ich muss mal wieder raus. Willst du eine... Ah! Hilf du mir! Meister Markus? Ja? Herr Schildträger sagt, mit einer reparierten Karte dürfte ich nicht spielen. So? Sagt er das? Das wage ich zu bezweifeln. Was ist das? Das sind die offiziellen Spielregeln. Und hier steht, man kann eine Karte in beliebigem Zustand verwenden, sofern mindestens 51% der Karte vorhanden sind und man die Schrift lesen kann. Das heißt? Dass die Karte völlig in Ordnung ist und das kleine Wiesel seinen Rauswurf aus der Spielervereinigung riskiert, wenn er deine Herausforderung nicht annimmt. Nimm das Buch und halte es ihm unter die Nase, Wilbur. Mit dem größten Vergnügen. So. Ich gehe dann mal... Klar, wenn... Ja. Komm. Mach dich ab. Also, ne?
Wir gehen jetzt ein Spiel gewinnen. So. Hallo, Herr Schildträger. Hallo, Wilbur, was willst du? Die Spielregeln sagen zu kaputten Karten etwas ganz anderes als Sie, Herr Schildträger. Das, kann nicht sein. Mhm. Oh, doch. Ich fordere Sie heraus und ich werde die Karte benutzen. Aber, also, auch das wird dir nichts nützen. Ich bin der Champion. Na klar. Das ist unmöglich. Das war ein Sieg, würde ich sagen. Aber ich bin der ungeschlagene Champion. Nein. Der einmal geschlagene Champion. Dürfte ich nun das Sandwich haben? Das ist unfair. Du hast geschummelt. Ich will eine Revanche. Na. Eine Revanche? Was bekomme ich, wenn ich gewinne? Ich habe fair gewonnen und das werde ich auch jedem so erzählen. Ja. Wir hatten abgemacht, dass ich ihr Sandwich bekomme, sobald ich gegen sie gewinne. Und ich habe gewonnen. Aber ich gebe es dir nicht. Ich will eine Revanche. Aha. Was bieten Sie denn als Preis, wenn ich wieder gewinne? Darf ich dann hoch in den Turm? Nein, das geht nicht. Irgendwas anderes. Was willst du denn? Ein Zauberstab? Sowas habe ich nicht. Weltfrieden? Das steht nicht in meiner Macht. Ich glaube, dann will ich doch einfach nur das Sandwich. Ich habe fair gewonnen. Und das werde ich auch jedem so erzählen. Das geht doch nicht. Ich bin der Champion. Mich kann niemand besiegen. Doch. Wie wäre es damit? Sie geben mir das Sandwich und ich vergesse, dass ich sie geschlagen habe. Und ich will meine Karten zurück. Alle Karten. Auch deine. Wir haben nie gespielt. Und dafür bekomme ich das Sandwich? So ist es. Und wir sprechen nie wieder über diese Angelegenheit. Na schön. Schade um die Karten, aber na gut. So. Ich hab Herr dein König? Essen. Kann ich dir helfen? Ich hab dein Essen. Euer Schau Essen. Schau mal, Herr König. Ich habe hier ein großes Sandwich für Sie. Das ist nett gemeint, Wilbur. Aber das Sandwich reicht nicht ansatzweise für uns alle. Es müsste viel, viel größer sein. Wie groß? So einen Menschenfuß lang. Aber so lang ist es doch. Oder war. Bis bald, Herr König. Du kannst jederzeit vorbeikommen. Ich habe eine Idee. Das dürfte ein Festessen für die Ratten werden. Haut rein! Da, Wilbur, genau. Kommt das Ding von dir? Ja. Allerdings. Es hat beinahe den kleinen Tim zerquetscht. Das tut mir leid. Ach was, das ist großartig. An diesem Sandwich können wir uns alle satt essen und endlich dieses Loch verlassen. Das freut mich. Aber wir gehen nicht, bevor du nicht zum Diplom-Magier geworden bist. Wir werden dir helfen. Sprich mich einfach an, wenn wir dir etwas in der Kanalisation suchen sollen. Danke, das werde ich. Hier hast du meine Maske. Ich werde mich dem Krämer nicht mehr zeigen. Du kannst also behaupten, du hättest mich besiegt. Viel Glück damit. Hat der zwei Masken? Der hat immer noch eine auf. Herr König? Kann ich dir... Ja? Könntet ihr Ratten etwas für mich in der Kanalisation suchen? Klar, was brauchst du? Ich bräuchte da nur so einen Zauberstab. Einen Zauberstab haben Sie hier nicht zufällig, oder? Vielleicht schon. Über die Jahre sind viele Zauberer in die Kanalisation gekommen. Einige haben sie nie mehr verlassen. Würden Sie nach einem Stab für mich suchen? Klar. Falls wir etwas gefunden haben, hängen wir die weiße Fahne vor den Eingang der Kanalisation und legen den Stab dort ab. In Ordnung? Großartig, danke. Ich muss mir eine Magierrobe schneidern. Können Sie vielleicht ein Schnittmuster besorgen? Ein Schnittmuster für eine Magierrobe in Gnomgröße.
Keine leichte Aufgabe. Aber im Osten der Stadt gab es früher eine große Schneiderei. Dort konnten auch junge Magiernovizen Roben bekommen. Ich schicke einige Ratten dorthin.